Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka und hier starte ich ein neues Spiel, nämlich Mr. Prepper. Entwickelt von Rejected Games und gepublished von Playway. Es ist ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe tatsächlich, auf das ich mich sehr freue und das ich sehr, sehr gerne spielen möchte. Und ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich das auf diesem Kanal tue oder nicht, denn das Spiel ist ja schon durch YouTube durchgegangen, also etwas größere YouTuber als ich haben das Spiel vorab bekommen. Es gab auch schon den Prolog ja schon mal vorher für die Öffentlichkeit sozusagen. Und besagte YouTuber haben das Spiel auch schon weiter durchgespielt und sind schon in Phasen, wo man erst noch eine Weile spielen muss. Ich wollte es aber so gerne spielen und ich dachte, es gibt ja auf dem Kanal bestimmt einige, die sich auch für das Spiel interessieren. Deswegen möchte ich das eigentlich gerne mit euch machen und hoffe, dass ein paar von euch mit dabei sind. Es ist ein Simulations-Crafting Base-Building-Game sozusagen, wo man seine Wohnung aufbaut. Ihr seht schon hier die Apokalypse, die erwarten wir und wir bereiten uns darauf vor. Das ist sozusagen, wir sind ein Mr. Prepper, ein Prepper. Gibt es ja auch im Deutschen diesen Begriff. Die Leute, die sich auf alles vorbereiten, die so einen Bunker bauen und dann da Nahrungsmittel lagern und so weiter. Für den Fall, dass die Apokalypse bald mal kommt. So, ich habe ganz kurz ins Tutorial reingespielt. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde mit euch ein Spiel machen ohne Tutorial. Und werde wahrscheinlich zwischendrin dann das andere Tutorial weiterspielen, auch wirklich alles mitzubekommen. Und wir spielen einfach rein und ich wollte das jetzt heute Abend noch machen. Ich habe es direkt jetzt gestartet. Morgen kommt auf jeden Fall die nächste Folge. Bis Sonntag kommt jeden Tag eine Folge und dann schauen wir mal, ob ihr auch Bock habt, das mit mir hier zu spielen. Ich werde das nochmal für alle, die vielleicht auch von ferne auf diesen Kanal kommen und mich noch nicht kennen. Ich werde das relativ langsam spielen. Ich werde das so ein bisschen rollenspielmäßig spielen. So, und ihr seht schon, ich habe es einmal, das ist das Tutorial, das geht nur bis Tag 2, weil da so viel passiert ist. Und hier habe ich einmal selber schnell durchgespielt bis Tag 3, um mal zu gucken, ob ich das schaffe. Und wir nennen uns Slowaka und legen los. Also, mir gefallen so eine Dinger. Und ich habe Lust, das selbst zu entdecken. Ich habe auch in den Prolog, muss ich dazu sagen, auch nicht, also ganz kurz habe ich da reingespielt. Denn ich will mir das immer nicht vermiesen, die Stimmung. Ich möchte diese Spiele gerne entdecken. Das heißt, ich habe auch die anderen Let's Player mir nicht angeguckt, sondern nur gesehen, dass sie gespielt haben. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Und wir sind zurück an ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murikaville zu fliehen. Natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind Sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass Sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsident. Möge Gott ihn schützen. So, und da stehen wir vor unserem Zuhause. Wie gesagt, wir machen das hier relativ langsam. Wir haben hier zwei Werte, nämlich die Müdigkeit und unseren Hunger. Und die beeinflussen hier das hier. Das ist unsere Vorbereitung. Wenn das Ding voll ist, geht es uns gut. Aber das sinkt auch immer wieder. Wir müssten wahrscheinlich mal ein Nickerchen machen ganz am Anfang. Wir können allerdings auch mal gucken. Ich glaube, ein bisschen was zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich gucke mal im Kühlschrank, was da ist. Wir haben ein paar Suppen, Energy Drinks, Karotten, Salat und Rüben.
Ich würde mir mal, da ich das schon weiß, mal ein paar Rüben nehmen und mir auch ein bisschen Wasser hier vom Hahn abzapfen und vielleicht direkt was kochen. Aber ich denke, wir machen erstmal ein Nickerchen und dann kochen wir uns was, weil man soll vorm Schlafen gehen nichts essen. So, hier oben sehen wir unseren Plan, denn selbstverständlich planen wir bereits die Flucht schon wieder. Da kommt der Postbote. Oh, ungünstig. Ich penne jetzt erstmal eine Runde. Ich weiß nicht, ob wir so lange pennen müssen. Danke, reicht. Jetzt ist der Postbote weg. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen, aber gut. Also ich weiß nicht, ob wir es so lange machen müssen, meine ich nur, weil wir schlafen ja eh heute Nacht wieder. So. Was haben wir denn da? Zeit zu handeln. Mache eine Bestellung und hole sie in 2 Stunden ab. So sollte das klappen. Was haben wir denn bekommen? Ein Briefchen haben wir bekommen. Nehmen wir das doch mal. Dann können wir es auch gleich lesen. Lieber Nachbar, mögen Sie im Allgemeinen Blumen, Kräuter und Pflanzen? Haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Anzügen, die Ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie die Natur? Wenn all das auf Sie zutrifft, und ich bin mir sicher, das tut es, dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemanden Freundliches treffen, die lokale Kräutersammlerin. Alles klar. Das ist doch mal eine Ansage. Ich will mir jetzt kurz was zu essen machen und können wir eigentlich auch in den Wald aufbrechen, finde ich. Kann man schon machen. Einfach ein paar rohe Zutaten mixen, etwas Hitze dazu und voilà, Essen. Kochen macht das Essen üppig. Das ist mal ein Spruch. So, mit den Rüben im Gepäck und dem Wasser können wir uns eine Rübensuppe machen. Insofern machen wir das mal. Das dauert alles, muss man sagen. Jetzt ist es schon ein bisschen später, aber gut, die hauen wir uns mal rein. Dann geht es uns gleich ein bisschen besser und dann gehen wir mal in den Wald. Bin uns die Kräutersammlerin schon so. Wo gehst denn du jetzt hin? Ah ne, warte mal, halt. Geh mal doch hier oben hin. Kann er auf der Treppe umgehen? Nein. Gut, wir machen ein bisschen Treppenjogging. Denn wir können hier mal lesen. Da ist nämlich der Ultimate Plan. Ziel Nummer 1, überleben. Ziel Nummer 2, flüchten. Und wir sollen uns eine Nahrungsquelle beschaffen, nämlich ein paar Pflanzen im Bunker anbauen. Ich brauche eine Nahrungsquelle, Zeit, um eine unterirdische Farm anzulegen. Der Agent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Um eine einfache Untergrundfarm zu bauen, brauchst du 5x Beet, kann in der Werkbank hergestellt werden, und 5x Samenbeutel kann man vielleicht im Haus finden. Samen können auch im Handel gekauft werden. Okay, unsere Werkbank steht hier hinten, aber ich gehe tatsächlich jetzt am Tag noch einmal hin. Ich muss hier mal doppelt draufklicken, damit der ein bisschen schneller läuft, weil ist schon insgesamt natürlich ein bisschen lahmarschig, wenn wir jetzt überall langsam laufen würden. Dann gehe ich mal in den Wald. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel quasi zum ersten Mal und habe keine Ahnung, ob die Reihenfolge, in der ich Sachen tue, hier korrekt ist oder hilfreich ist oder nicht. Aber ich glaube, man kann das ja schön entdecken und wir haben hier direkt mal einen Baumstamm rumliegen. Klobig und schwer, aber es lohnt sich, ihn mit nach Hause zu nehmen. Aus dem Baumstamm können wir 5x Holz machen. Dann nehmen wir den mal mit. Schauen wir uns mal rechte Hand um. So, wir können jagen gehen, aber ich glaube noch nicht jetzt. Da ist noch ein Baumstamm, den nehmen wir mal. Und hier haben wir noch. Ja. Na gut, lassen wir ihn mal spazieren. Das mal nehmen und hier hätte ich gerne inspiziert, aber jetzt nehmen wir das einfach auch. Das sind auch als Nahrungsressource möglich. So, was ist das hier? Inspizieren ist quasi immer. Moment, ich muss doppelklicken, damit er dahin läuft. Wird zum Reisen zwischen Waldgebieten benutzt, muss zuerst repariert werden. Das ist eine Seilbahnstütze hier. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich was, um das zu reparieren, oder? Hier haben wir nochmal Blaubeeren. Da ist noch ein Holzstamm, ein Baumstamm. Nimmst du alles mit? Die Kräutersammlerin sehe ich jetzt nicht. Blaubeeren nehmen wir weiter. Und hier geht's in den Wald und hier geht's zurück nach Hause. Kann ich da schon lang gehen? Das habe ich noch nie ausprobiert, tatsächlich. Ich nehme nochmal Baumstamm und. Ah, jetzt ist es zu schwer, aber die Blaubeeren kriegst du vielleicht noch mit, oder? Jawohl.
Können wir da lang laufen? Oder wird's da gefährlich? Oh oh. Ja doch, wir können da schon lang laufen. Dann gucken wir doch mal. Weil Level 1, 2, das klingt jetzt nach... Oh, Hallöchen. Okay, wir können hier noch mehr Zeug besorgen, aber wenn ich jetzt hier nicht direkt eine Kräutersammlerin sehe... Also erstmal gut zu wissen, dass hier so viele Rehe rumlaufen. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, als apokalyptischer... Halt hier, kannst du das benutzen? Ne. Na gut. Als apokalyptisch Gläubiger würde ich sagen, hauen wir lieber ab, weil hier sind bestimmt fiese Aliens im Wald. Gehen wir mal nach Hause. In unser sicheres Zuhause hier. So. Deine Vorbereitung ist niedrig. Ja, wir müssen pennen, glaube ich. Es ist zwar erst 20.40 Uhr. Ja, hätten wir das Nickerchen noch ein bisschen länger machen können. Aber wir können schon mal eine Sache machen, und zwar hier unten. Wir heben uns gleich mal einen Bunker aus. Das geht nämlich einfach so. Vielleicht schaffen wir das noch. Nichts funktioniert. Ich fühle mich nicht vorbereitet. Ja, okay, ich verstehe. Dem geht es tatsächlich gerade nicht gut. Aber wir machen das noch schnell zu Ende. Schaffen wir das? Ja, gerade so. Okay. Haben wir noch ein bisschen gebuddelt. Und jetzt hast du dir deinen Schlaf auch redlich verdient, mein Junge. Alles dauert länger. Ich fühle mich nicht genug vorbereitet. Ja, ist ja gut. Leg dich hin. So. Damit ist der erste Tag rum und wir kommen zum zweiten. Ich hoffe, wir... Ah, okay. Die Vorbereitung geht scheinbar dann nur ein Stückchen nach oben. Beziehungsweise wir schauen mal, ob er jetzt ausgeruht ist oder nicht. Sonst müssen wir noch ein Morgennickerchen direkt hinterher. Machen wir Frühstück am Bett. Nee, doch. Es ist alles relativ okay. Aber Essen ist nicht so richtig gut. Deswegen gehen wir da nochmal rüber und gucken mal, ob wir uns noch eine Suppe machen können. Ich glaube, wir haben noch Karotten genug. Nehmen wir uns mal die Karotten. Wasser haben wir noch. Und dann schauen wir mal, ob wir uns zum morgendlichen guten Start eine Karottensuppe machen können. Jawohl, die hauen wir uns rein. So, und jetzt gehen wir mal hier rüber und schauen mal, was wir machen können. Ich glaube, aber ich gucke einmal, dass wir Metall brauchen. Das können wir uns bestellen tatsächlich. Eine Werkbank, die beste Freund, der beste Freund eines Preppers. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Aber es wäre besser, wenn sie vor dem Agenten versteckt bleibt. Ja, das machen wir. So, also sie zu verstecken. Wir brauchen 15 mal Holz und 5 mal Metall. Das Holz können wir jetzt zerlegen, was wir im Wald geholt haben gestern. Das ist doch mal ein Start in den Tag. Da kriegen wir jeweils 5 raus, insofern... Passt das genau mit den 15? Dann müssen wir uns nur noch Metall zusammensuchen. Und wir können auch Sachen, die wir im Haus haben, zerlegen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf den Mülleimer hier. Ein Eingang zu einem bodenlosen Nichts, welches alles verschlingt. Man sollte eher nicht dort reinfallen. Also wir können das Ding aufmachen. Wahrscheinlich können wir da Sachen reinschmeißen. Okay. Also leider nicht das, was ich erhofft habe, dass man den vielleicht benutzen kann. Telefon haben wir auch. Buchset. Naja, wir haben erstmal so ein paar Sachen zu tun, deswegen die Wohnung inspizieren machen wir gleich, würde ich sagen. Und jetzt haben wir hier 3 Orte, wo wir was bestellen können, wo wir handeln können. In Nancys Haus gibt es erstmal nichts, aber wir können auch Sachen verkaufen, wenn wir denn irgendwann mal Stühle selber bauen können. Hier kriegen wir was zu essen und Samen und sowas. Und hier kriegen wir Boxen und Holzpaletten. Interessanterweise, also im Tutorial kriegt man direkt Metall. Hier kriegt man Boxen, die man dann zerlegen muss. Was brauchen wir? 5, ne? Davon gibt es nur 3. Davon gibt es auch 3. Na, wir holen uns gleich alles, wenn es nur jeweils 3 gibt. Auch wenn wir damit quasi unser gesamtes Geld ausgeben. $36 von 50. Haben wir noch $14 und das dauert jetzt 2 Stunden, bis das ankommt. Ist aber ein ziemlich guter Service, finde ich. Geht relativ fix. Und dann können wir aus dem Metall und dem Holz uns eine Werkbank bauen, denn die ist eigentlich noch gar nicht da, die Werkbank, offensichtlich. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um, was denn das da ist. Ah, okay, da ist der Strom. Der Stromkasten, der Stromzähler zeigt den aktuellen Leistungspegel in deinem Haus und Bunker an. Okay, das sieht ja noch gut aus.
Was haben wir hier? Eine Pflanze. Daraus könnten wir zweimal Erde machen. Eine Zimmerpflanze, rein dekorativ, hat nicht einmal einen Namen. Alles klar. Ah, hier können wir auch ein Nickerchen machen. Schauen wir uns erstmal an, das Sofa. Ah, 10 Stoff und 5 Holz können wir aus dem Sofa herstellen. Ein weiteres Stück Möbel. Verkauf es oder zerlege es. 10 Stoff, 5 Holz, ist doch nicht schlecht. Und das da? Eins deiner unbezahlbaren Gemälde. Zweimal Stoff kriegen wir daraus. Okay. Wir haben ein Glas, glaube ich. Einen weißen Becher. Nützlich zum Aufbewahren von Flüssigkeiten. Kann zerlegt werden. Eine gute Quelle für Materialien. Ja, den nehmen wir mal gleich mit. Hier haben wir auch nochmal wahrscheinlich eine Pflanze, die auch keinen Namen hat. Genau, Erde. Und auch diese ganzen Möbelstücke könnte man zerlegen. Ein weiteres Möbelstück, verkaufe es oder zerlege, ist ein Tisch. Hier unten den Teppich können wir bestimmt auch zerlegen, theoretisch. Zu Stoff machen, genau. Lass niemanden unter den Teppich schauen. Ja, machen wir nicht. So, noch 23 Minuten. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich zwirbel mir nochmal eine... Ah, wir können mal auf die Suche gehen. Also ich zwirbel mir mal eine, so eine Suppe rein, so eine Dosensuppe. Ich glaube, das geht so. Oh ja, das war jetzt sehr gut. Und wir suchen schon mal nach Samen hier. Das ist wahrscheinlich nur ein Regal, richtig. Ein Küchenschrank kann man auch aus... Ein einfacher Küchenschrank, zerlege ihn. Tu es einfach. Ja, okay. Da haben wir mal reingeguckt, da ist auch was drin. Karottensamen, Rübensamen und nochmal Karottensamen. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Dann haben wir 4. Schauen wir hier unten nochmal rein. Ist das die Wasch... Nee, da ist ein Brotkasten. Okay. Hier sind nochmal Samen. Zweimal Salatsamen, einmal Karottensamen. Würde ich mal noch einen Salatsamen. Dann haben wir ja unsere 5. Und was ist im Brotkasten? 4-mal Plastik, 4-mal Holz kriegt man raus. Ein Prepper braucht keinen Brotkasten, aber man kann ihn immer noch für Materialien verwenden. Na gut, und da drüber ist noch Salz. Fügt deinem Essen neue Eigenschaften hinzu. Nicht schlecht, das nehmen wir mal gleich mit. Und ich glaube, den Brotkasten, den vielleicht nehmen wir den auch gleich mit. Oh, ist schon angekommen. Habe ich verpasst. Ich glaube, es gibt so ein Geräusch. Hab ich bestimmt gehört. Kann ich es einfach so machen? Jawohl. Da ist alles da. Wunderbar. Dann gerne mal hier hinten rüber. Und dann können wir, glaube ich, endlich unsere Werkbank mal herstellen. Achso, wir müssen die Teile erstmal zerlegen hier. Bitte gerne immer gleich alle 3. Jawohl. Und das machen wir mit den anderen auch. Ob es grün, ob blau, ob rot. Alles wird zerlegt. Und jetzt immer... Jetzt können wir das schon machen. Ich mache aber nochmal direkt weiter. Wir müssen gleich ein Nickerchen machen. Ich zerlege trotzdem erstmal noch die Boxen zu Ende. So, und dann, wenn wir es schaffen, stellen wir jetzt noch eine Werkbank her. Und jetzt sagt er uns schon, Alter, du musst pennen. Ja, 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 ich gehe ja. Gesättigt sind wir. Das hat jetzt ganz schön uns was gekostet. Jetzt müssen wir erstmal ein Nickerchen machen. Ganz ruhig hochrennen. Ich weiß übrigens nicht, ob ja, jetzt ist die Werkbank sozusagen wirklich hergestellt. Das war vorher nur so ein Holzgerüst. Jetzt haben wir das da richtig ordentlich hingebaut und gerade noch rechtzeitig legen wir uns für ein Nickerchen ins Bett und wir sehen schon, wir schlafen bis 19.13 Uhr. Das müsste man mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht, um irgendwie so 15 Uhr, so eine Stunde zu schlafen und dann kann man wieder für den Abend. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, das nächste, was wir herstellen müssten, wäre eine Leiter. Das geht auch tatsächlich. Denn wir haben noch 4 Metall übrig. 3 Metall brauchen wir dafür, denn ohne Leiter kommen wir nicht in den Bunker. Wenn ich da jetzt doppelt drauf klicke, geht er dann schneller? Nee. Also man kann auch einstellen, dass der immer rennt. Eigentlich finde ich es ja doof, dass der immer rennt, aber die Tage gehen auch sehr schnell vorbei. Insofern macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man immer rennt. So, jetzt haben wir die Leiter. Dann stellen wir die direkt hier an. Nee, halt, wir machen noch was anderes. Was ich schon weiß, damit wir nicht nochmal unnötigerweise laufen. Ich werde mal diesen Becher hier zu Glas zerlegen. Und aus einem Glas, weiß ich, können wir eine Wandlampe machen. Das machen wir jetzt auch noch. Und dann haben wir zumindest schon mal unsere Treppe. Oh, was war da? Trecker ist vorbeigefahren. Und die Nachbarn kommen auch immer vorbei. Naja, die wohnen da hinten. Na gut. So, erstmal eine Treppe und dann packen wir uns noch hier unten aus dem Inventar. Ich habe euch jetzt nichts erklärt, ne? Ich gehe einfach davon aus, dass ihr
größtenteils das irgendwie schon mal gespielt habt. Nicht gespielt, aber gesehen habt. Ich packe sie mal auf die Seite, mal gucken. Die Lampe. So, das ist doch schon mal was. Jetzt ist 10 Uhr, was machen wir noch? Beete sollen wir herstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das müssen wir auch dort machen. Genau. Dann machen wir das nochmal. 5 passen hier ran. Und die Werkbank, die stellen wir dann auch im Keller. Machst du das jetzt noch oder hast du das jetzt abgebrochen? Jetzt hat das abgebrochen, ne? Hier, nochmal. 5 Beete herstellen. Jawohl. Da wird er wieder müde. Und ich glaube, wir müssen ins Bett vor 3 Uhr oder sowas. Es ist Nachtzeit, sagt er jetzt schon. Oh ja, jetzt, du solltest schlafen gehen. Jetzt gibt es schon Strafe. In irgendeiner Form. Wir gehen mal pennen. Ach ja. Tag 2 schon jetzt, ne? Also ihr seht, ich habe nicht sehr weit reingespielt. Ich glaube, jetzt genau an Tag 3 am Anfang habe ich es sein gelassen. In meinem eigenen kurz vorher einmal reinspielen. Denn ich wollte, dass das hier heute Abend noch losgeht. Tag 2 ist durch. Das hier ist der Agent. Der kommt am 8. Tag und wird bei uns schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Also bis dahin müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Kram versteckt kriegen. Dass er unseren Bunker nicht sieht. Dass er auch die Werkbank nicht sieht, glaube ich. Ausdauer und Gesundheit müssen über 50% bleiben. Okay, ja, da haben wir schon gleich das nächste Problem. Komm, wir essen erstmal noch so eine Suppe. Wir müssen das hier an den Start kriegen, den Spaß. Mit dem Beet im Keller. Und ich glaube, wir müssen auch direkt einen zweiten Raum bauen, weil wir diese Werkbank... Komm, wir essen nochmal eine Suppe. Das geht am schnellsten und ist sehr nahrhaft. Ah, vielleicht sind die Suppen aber auch wirklich für später oder so. So, ich nehme mal die Werkbank mit. Und eventuell packen wir die hier jetzt rein. Aber ich gucke jetzt nochmal. Wir haben auch ein Beet. Also man kann ein Beet hier platzieren. Es geht sogar direkt dahin. Warte mal, ich muss da mal nah ran. Ich will jetzt mal einmal sehen, wie das aussieht. Weil... Ah, okay. Naja, gut. Ja, wenn wir das Ganze auf diese Seite packen, das Beet. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch unsere Müllcontainer, Quatsch, unsere Ölfässer und unsere Kraftstofffässer hier unten reinstellen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal Samen. Dann nehmen wir mal Rüben vielleicht. Geht das so? Ah, Moment. Nee. Jetzt hat er sie da hingelegt. Moment. Es geht bestimmt hier. Pflanzen oder Schnellpflanzen. Pflanze doch. Rüben. Erstmal. Wasser braucht ihr. Ja, das ist ja kein Problem. Haben wir nicht noch Wasser? Ich dachte, wir hätten noch Wasser. Hol mal Wasser, bitte. Okay, und dann kommt die Werkbank unten rein und dann haben wir vielleicht keine Probleme mehr mit... Ach doch, wir haben ja doch Wasser. So. Das hättest du mir doch sagen müssen. So, und dann schauen wir mal, ob wir das machen können. Nee, dann stellt er das wieder dahin. Moment, bewässern. So. Wunderbar. Und braucht der Spaß auch Sonnenlicht? Man weiß es nicht so genau, oder ich zumindest nicht. So, und jetzt sollten wir doch auch... Wo ist denn die Werkbank jetzt hin? Muss doch im Inventar sein. Achso, hier oben. Da müssen wir gucken. So, da ist eine Klasse 1 Werkbank. Die können wir da hinbauen. Und das Problem ist jetzt, glaube ich... Nee, da sollst du auch nicht hin. Wir brauchen 5 Beete im Bunker. Das heißt, wir müssen noch mehr Bunkerplatz bauen. Können wir hier oben eigentlich weiterbauen? Nee. Wir können hier unten weiterbauen. 1, 2, 3, 4, 5 könnte da genau hinpassen. Ich mache es mal ein bisschen größer vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob das mehr kostet. So geht's auch und so geht's auch. Ja, das ist ein bisschen arg groß. Vielleicht, wenn wir da noch eine Leiter hinkriegen, machen wir hier doch mal unsere Beete hin. Und gleich mal ein bisschen mehr. Das wird eine Weile brauchen, nehme ich mal stark an. Ja, sieht so aus. Bis 12:06 Uhr. Okay, bis Mittag. Das reicht ja. Das ist ja in Ordnung.
Und wir bekommen haufenweise Erde, dadurch, dass wir das hier machen. Und wir brauchen aber jetzt auch schon, ziemlich sicher, geht's dem hier? Nicht bereit. Nee, soll's auch nicht. Wir brauchen jetzt wieder eine Leiter, nehme ich mal stark an. Was ist das? Raum-Upgrade-Box. Okay, das kenne ich noch nicht. So, um eine Leiter zu machen, brauchen wir jetzt nochmal Metall. Wir haben nur ein Metall. Haben wir hier irgendwas, was wir zu Metall machen können? Wir haben auf jeden Fall nicht genug Geld, glaube ich, um jetzt nochmal zu handeln. Aber wir haben doch gerade... Komm, wir können den Brotkasten zerlegen und vielleicht das Plastik verkaufen. Aber ich gehe mal einmal gucken, was ist hier, was das uns bringt hier. Glas, Plastik bringt 5. Plastik bringt 5, das ist doch super. Dann hättest du gar nicht hochkommen müssen. Dann kannst du hier den Brotkasten mal zerlegen. Ich hoffe, dass wir den nicht mehr brauchen. Dann zerlegen wir das Teil, da haben wir 4-mal Holz, wo auch immer, 4-mal Holz. Also wenn aus dem Baumstamm 5 Holz kommt, ne, und aus dem Brotkasten 4, dann ist das ein bisschen merkwürdig. Aber gut. So, dann verkaufen wir unser Plastik und dann kaufen wir uns noch mehr von diesen Boxen. 2 brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Habe ich jetzt wieder vergessen, verflixt. So, Plastik. Kann man Plastik später auch kaufen oder ist jetzt verkaufen wir gerade das Wichtigste überhaupt? Wenn wir jetzt noch 3 brauchen... Ach komm, wir haben ja noch genug. Wir kaufen erstmal noch 3 so eine roten Dinger. Dann schauen wir mal, wozu wir beim nächsten Mal das Geld noch brauchen können. Und dann können wir damit eine Leiter machen und dann sollten wir eigentlich hier unten in der Lage sein, Beete herzustellen, wie nichts Gutes. Und in der Zwischenzeit, halt, warte, bleib nochmal oben. Also zum einen kannst du gleich mal pennen gehen. Braucht ja noch eine Weile. Und, das wollte ich gar nicht. Und wir schauen hier nochmal, hier kann man nämlich auch noch die Teller, grüne Teller können auch zu Glas gemacht werden. Dann nehmen wir uns mal einen der Teller weg. Wir sind ja eh alleine und wir haben auch noch haufenweise weiße Becher. Und hier haben wir auch noch haufenweise irgendwelche komischen... Ach so, wir haben ja hier Metall. Ach, sowas Blödes. Okay, hätten wir die gar nicht bestellen müssen. Na gut, wir machen mal unser Nachmittagsnickerchen. Dann schauen wir mal, ob wir da unten ein paar schöne Beete zusammenlegen, gelegt kriegen. Bis 17.30 Uhr, Penta. Na gut. Wir sind in guter Verfassung. So, und der Postmann ist da. Oh, ja. Einmal schnell gelaufen. Hallöchen, was ein schlechtes Wetter heute. Oder ist das meine Laune? Ja, kann ich dir nicht sagen. Kann ich mit dir mehr reden? Was für ein schlechtes Wetter heute. Nee, der redet erstmal immer das Gleiche. Danke, wir haben hier völlig unnötig rote Boxen bestellt. Ich würde dir eine schenken, aber so weit sind wir noch nicht. Tschüss, mach's gut. So, wunderbar. Dann sollten wir doch in der Lage sein, entweder unsere Boxen oder die mal zu zerlegen. Und für die Leiter brauchen wir 2 davon. Machen wir das zuerst. Sind wir noch gesättigt? Jawohl. Dann bauen wir noch eine Leiter. Das dauert wieder eine Weile. So, die kommt hier unten hin. Ach, das geht nicht. Das ist natürlich doof jetzt. Ich hätte gedacht, dass die Leiter... Können wir das ein Stück weiter nach rechts stellen vielleicht? Nee. Hä? Passt da gar nicht hin. Doch, da passt es hin. Aber nur da. Dann steht es genau doof. Dann steht hier alles genau doof. Dann hätten wir doch hier die Treppe weiter runterbringen müssen. Ja, so viel zum Thema. Ich mache mal was anders. Außerhalb des, des vorherigen Angespiels. Kann ich den Raum erweitern? Nee, kann ich nicht. Ich kann da einen neuen machen. Kann ich das Beet dann nochmal wegnehmen? Oder bringt uns das jetzt um, wenn ich das Beet da wegnehme? Kann ich das nehmen? Na gut, wir probieren es mal. Wir probieren mal hier. Ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich doof gebaut, aber gut. Ab jetzt wissen wir es.
So, ach so, dann wollte ich noch eine Pflanze, Quatsch, eine Lampe herstellen. Eine Wandlampe aus dem grünen Teller. Ist doch auch, dann weiß man auch, wo es herkommt. So, stellen wir die noch her und jetzt gucken wir nur noch ganz schnell, bevor wir ins Bett gehen, dass wir hier unten zum einen mindestens eine Lampe haben. Ich glaube, wir brauchen eigentlich mehrere Lampen hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Beet. Naja, das müssten wir dann hier irgendwie machen. Schauen wir mal, dass wir hier fünf Beete hinpacken. Ja, die sind jetzt natürlich. 1, 2, 3, 4. Jetzt sagen wir nicht, dass das genau nicht passt. Doch, es passt. Das passt sogar unter die Leiter. Okay. So, und dann packen wir die Samen hier wieder rein. So, Pflanzen. Und wir machen das auch trotzdem langsam. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist oder nicht. Einmal Karotte. Einmal. Was war das? Rüben, glaube ich. Jawohl. Dann nochmal Rüben. Und dann noch zweimal Karotten. Und dann bewässern wir das auch noch. Und dann haben wir genug getan für heute. So. So. Pflanzen brauchen Wasser und Licht, um zu wachsen. Ah, wir müssen auch noch mehr Licht machen. Okay, du kannst Wasser aus dem Waschbecken nehmen. Halte deine Farben gut belichtet. Mehr Licht, schnelleres Wachstum. Ja, da sind wir noch nicht. Aber fangen wir mal mit dem Bewässern an und vielleicht schaffen wir es noch kurz vor heute Nacht. Ja, die brauchen Licht. Ich glaube, das möchten sie uns sagen. Dann machen wir noch, dann holen wir uns noch ein paar grüne Dinger. Also ein bisschen Licht haben die hier. Du musst mal ganz schnell hier hochrennen, bitte. Denn viel Zeit ist nicht mehr heute Abend. Dann holen wir uns hier noch zwei. Komm, wir nehmen uns noch einen grünen Teller. Und noch hier noch einen weißen Becher und noch einen weißen Becher. Sollen wir mit den ganzen Bechern. Und dann gehen wir hier zurück hin und werden den Kram hier zerlegen. Alles drei, würde ich sagen. Wenn es was hilft, dann machen wir das gerne. Und dann packen wir diese ganzen Lampen, wenn wir es denn schaffen. Ja, jetzt ist schon wieder spät hier. So, machen wir zumindest mal ein, zwei Lampen, wenn es noch geht. Du solltest schlafen gehen. Ah, der ist schon jetzt. Beim Lampenmachen schon. Na komm, dann mach wenigstens hier. Eins, zwei. Naja, gut, komm. Ist das hier eigentlich mehr oder weniger? Ja, geht so, ne? Ja, ich weiß, wir gehen gleich. Oh Gott! Gleich werden wir ohnmächtig hier, glaube ich. Hau die Lampe dahin. Und dann. Oh nein. Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Ja, du solltest ins Bett gehen, mein Lieber. Aber schnellstmöglich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn hier. Ah, ich glaube nichts. Okay, ab ins Bett. Und liebe Freunde, das ist das Ende von Folge 1. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich bin mir sicher, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, habt ihr die Hälfte schon gesehen. Aber vielleicht habt ihr Lust, das mit mir noch ein bisschen zu spielen und zu genießen. Und diese Geschichte dieses Preppers zu erleben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.